Mein Name ist Ellen Spranger. Ich bin hier in der Hamburger Bogenschützengilde seit einigen Jahren als Trainerin tätig. Für Bogenschießen natürlich. Ich selbst schieße seit ungefähr 20 Jahren Bogen. Eine ganze Weile auch intensiv als Sport. Und es macht mir sehr viel Spaß, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Auseinandergenommene Einsteiger-Recurve-Bogen. Der besteht aus einem Mittelteil und Wurfarmen, die da dran geschraubt werden, und an der Sehne, mit der man ihn aufspannt und nachher spannt, um ihn abschießen zu können. Ich mache das jetzt mal eben. Die Wurfarme sind dafür verantwortlich, welche Stärke der Bogen hat. Das ist nicht abhängig von der Sehne, was viele Leute anfangs immer glauben, dass man die Stärke mit der Sehne variiert. Damit der Wurfarm beim Aufspannen nicht verdreht wird, benutzt man so einen Spannriemen. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin. So. Und so sieht der Bogen jetzt in aufgespanntem Zustand aus. Ich bin der Anfängertrainer der Hamburger Bogenschützengilde von 1930 e.V. Mein Name ist Uwe Tom Have. Ich bin seit 74 Vereinsmitglied, mache seit 16 Jahren den Anfängertrainer hier und kann mich rühmen, dass 95% unserer Mitglieder über mich in den Verein eingetreten sind. Zum Bogen. Das ist das Mittelteil mit einem Fenster, da kann man durchgucken. Mit einer Auflage, da liegt der Pfeil auf, und einer Anlage, das ist diese kleine flache Feder, da liegt er an. Sehne mit einem Nockpunkt, Korn, Wurfarme mit einem Recurve, das ist dieses aufgewippte Ende. Wenn ihr den Bogen spannt, macht mit dem Ellbogen hier einen Bogen nach oben, dass ihr über den Schultergürtel kommt. Ja, für mich ist es eine faszinierende Sportart, weil es für nahezu jeden ausübbar ist, egal ob jung, ob alt, dick, dünn, stark, schwach, es gibt für jeden das Richtige. Das richtige Material, es wird angepasst an den Menschen und nicht umgekehrt. Und es ist einfach faszinierend, weil es stellt eine Menge Anforderungen an Koordinations- und Konzentrationsfähigkeiten und fördert diese dadurch auch. Es fördert eine gute Haltung, es ist gut für die Rückenmuskulatur und es wird sehr entspannend. Ihr kennt ein Gewehr? Ja. Gewehr hat Kimmel und Korn. Bogen hat nur ein Korn. Das macht das Bogenschießen gegenüber dem Gewehrschießen wesentlich schwieriger. Es geht unheimlich viel vom Schützen ein, Körperhaltung. Es ist eine technische Sportart und von daher ist also wirklich eine hohe Koordinationsfähigkeit gefragt. Gleichgewichtsgefühl und natürlich auch sehr viel Konzentration. Ihr müsst also die Kimme des Gewehrs ersetzen. Ihr zieht die Sehne vor euer Gesicht und geht mit dem Daumen und dem Unterkiefer, dass der Zeigefinger unterm Kinn ist, fest, das heißt Anker. Hier ist jetzt das Auge, das guckt hier oben durch, hier unten fliegt der Pfeil. Das sind also zwei fast parallele Linien, die sich im Ziel treffen. Und weil die Menschen hier unterschiedlich lang sind, kann man das hier unterschiedlich einstellen. Und weil die Augen unterschiedlich weit auseinander sind, kann man das unterschiedlich einstellen. Das war Punkt 1, was die Kimme ersetzt. Jetzt kommt Punkt 2. Ich lasse meinen Zeigefinger stehen und wackeln mit dem Kopf. Ich kann so gucken und so gucken. Das macht so viel mit dem Auge aus. Ihr müsst also auch noch den richtigen Neigungswinkel vom Kopf haben. Das erreicht ihr am einfachsten, wenn ihr mit der Nasenspitze die Sehne berührt. Wenn ihr da noch nicht gegen seid, ist das Auge zu hoch und doller geht nicht, das tut an der Nase weh. Beides, dies hier unter und der richtige Neigungswinkel, sorgen dafür Hoch- und Tiefabweichung. Jetzt müsst ihr noch rechts und links fixieren, festmachen. Das macht ihr mit dem Sehnenschatten. Ihr zieht die Sehne vor euer Zielauge. Und der gedachte Schatten, den legt ihr hier rauf. Dann springt das Auge zum Korn und das Korn ins Gold. Zu dem Gelben sagen wir Gold vermessen, wie wir sind. Und wenn das drin, dann schießt ihr.
Viele verbinden wahrscheinlich mit dem Bogenschießen erstmal was Altertümliches, denken da an die Jagd, an Robin Hood. Wie räumen Sie mit diesem Vorurteil auf? Wieso Vorurteil? Es ist auch Bogenschießen. Es gibt sehr viele Leute, die auch in der traditionellen Richtung Bogenschießen. Aber es gibt Bogenschießen auch als Hightech-Sport. Und insofern muss ich nicht mit dem Vorurteil aufräumen. Wir haben etwa zwischen 180 und 200 Mitglieder. Das schwankt. Bei uns steht für 15 Euro im Monat jedem Mitglied der Platz zur Verfügung. Und es stehen im Sommer hier genug Scheiben, dass jeder, der hier erscheint, einen Schießplatz hat. Und selbst im Winter bei klärendem Frost kann man hier noch schießen. Das kann man ja sehen. Die Scheiben sind ja noch da. Also es ist für jeden jede Möglichkeit gegeben, hier seinen Sport auszuüben. Das ist also das Schöne an unserem Sport, dass das ist schon nicht mehr fair, das ist einfach kollegial untereinander. Ne? Das zählt.